Diese Mitteilung hat die Katholiken der Hauptstadt dann doch überrascht. Rainer Maria Wölki wird neuer Erzbischof von Berlin. Am Samstagmittag verkündete der Dompropst die Wahl zur selben Zeit wie auch der Vatikan in Rom. Die Entscheidung fiel nach einem langwierigen Prozedere. Dann werden Vorschläge eingeholt von allen Bischöfen, die im Bereich des Preußenkonkordats liegen. Das geht bis nach Köln. Aus diesen Vorschlägen wird in Rom eine Dreierliste erstellt. Und diese Liste geht dann nach Berlin an das Domkapitel. Und aus den Dreien wurde jetzt in Berlin Dr. Rainer Maria Wölki, jetzt Weihbischof in Köln, zum Erzbischof von Berlin gewählt. Seit Februar wurde nach einem Nachfolger für den schon damals aus Krankheitsgründen zurückgetretenen Kardinal Sterzinski gesucht. Seitdem waren immer wieder die unterschiedlichsten Namen im Gespräch. Unter ihnen war auch Weihbischof Matthias Heinrich, der das Erzbistum in den vergangenen Monaten geleitet hat. Er kennt den zukünftigen Erzbischof aus gemeinsamen Studientagen. Ein geradliniger Mensch, ein Mann aber auch, der seine Linie hat, der auch schon selber weiß, was er will. Ein Mann, der zuhören kann, der durchaus offen ist für Ratschläge, also kein beratungsresistenter Typ. Ein Mensch, der auf Menschen zugehen kann und ein Mann, der charakterlich hundertprozentig gefestigt ist. Und ich glaube, deshalb schon allein ist er ein großer Gewinn auch für unsere Stadt. Das Bistum Berlin gilt als schwieriges Pflaster. Dazu kommt, dass mit Kardinal Sterzinski ein äußerst beliebter und anerkannter Geistlicher bisher die 400.000 Katholiken geführt hat. Es ist bestimmt ein schwieriges Amt für jeden, der gekommen wäre. Wäre das eine Anforderung? Ich muss umgekehrt allerdings auch sagen, alle Bischöfe, die bisher kamen, hatten ja immer Vorgänger, die sich von ihnen selber unterschieden haben und an deren Maßstäben sie gemessen wurde. Und es war immer auch gut, dass keiner versucht hat, den anderen zu imitieren, sondern seine eigenen Akzente gesetzt hat. Noch vor dem Papstbesuch am 22. September soll der neue Erzbischof von Berlin ins Amt eingeführt werden.